Ja, hallo liebe FCH-Fans, ich bin's euer Kühli und ja, habe ein paar Fragen zugestellt bekommen und ich hoffe, ich kann die genauso wie meine anderen Kollegen bestmöglich beantworten und ihr gebt euch mit meinen Antworten zufrieden. Hallo, hier ist nochmal der Niklas. Meine dritte Frage geht an Christian Kühlwetter. Wie fühlst du dich im Verein FC Heidenheim? Ja, fühle mich natürlich sehr wohl. Sowohl privat als auch sportlich und ja, konnte natürlich für mich persönlich nicht besser laufen, sportlich gesehen und deswegen ist es fühle ich mich auf jeden Fall richtig wohl und die Mannschaft hat es mir auch einfach gemacht, schnell hier anzukommen, sich wohl zu fühlen und ja, von daher hoffe ich, dass ich deine Frage gut beantwortet habe. Ich habe eine Frage an Christian Kühlwetter. Wie oft gehen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit privat ins Fitnessstudio? Privat gehe ich jetzt nicht so oft ins Fitnessstudio, besonders nicht während der Saison. Vielleicht, wenn Sommerpause ist oder Winterpause ist, dann geht man schon mal öfters ins Fitnessstudio. Aber jetzt während der Trainingswoche oder wenn Meisterschaftsspiele sind, geht man nicht so oft ins Fitnessstudio, weil wir auch unseren eigenen Kraftraum hier haben. Und ja, jetzt gerade zur Corona-Zeit ist das sowieso ein bisschen schwierig mit den Fitnessstudios. Hallo, ich heiße Samia und bin 8 Jahre alt. Ich habe eine Frage an Christian Kühlwetter. Wer ist beim Fußballspielen eigentlich dein Vorbild? Mein Vorbild war Bastian Schweinsteiger. Oder ist es immer noch, weil ich einfach seine Art sowohl auf dem Platz und als auch neben dem Platz sehr zu schätzen weiß. Und den kann man sich gut als Vorbild nehmen, weil er eine starke Persönlichkeit hat. Und deswegen ist Schweinsteiger mein Vorbild und spielt zwar nicht auf meiner Position, aber das ist, glaube ich, auch nicht immer ganz so wichtig. Es geht ja auch darum, wie ein Spieler sich auch neben dem Feld verhält. Und deswegen war das, seit ich klein bin, immer mein Vorbild, ja. Hi, ich bin's nochmal, der Feli. Und ich habe jetzt eine Frage an der Kühli und ich wollte fragen, was sind deine Ziele mit dem FC Heidenheim? Ja, eine gute Frage. Wir wollen jetzt einfach, wenn man das jetzt mal auf die Saison bezieht, wollen wir jetzt einfach gucken, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln, dass wir so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann einfach gucken, wie weit es nach vorne geht und ja, was die Saison so bringt. Aber das erste Ziel ist auf jeden Fall, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ja. Hallo, ich bin die Paulina Futschalis und ich habe eine Frage an Kühlwetter. Welche Rasse ist dein Hund? Ja, mein kleiner Benji, der ist jetzt 9 Monate alt, der ist ein Labrador, ist das. Hallo, ich bin der Alexander, bin 9 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und ich wollte fragen, ob ihr ein besonderes Ritual vor dem Spiel habt. Ja, hallo Alexander. Ich habe ja, ein ganz kleines Ritual. Ich betrete den Platz immer mit dem linken Fuß zuerst. Keine Ahnung, es hat sich einfach so eingelebt und kriege ich auch nicht mehr weg. Von daher ist das so mein kleines Ritual vorm Spiel. Klasse, Kühli. Super.